Hallo und herzlich willkommen zum Maserati Simulator 2015. Nein, Quatsch, zum Bausimulator 2015. Wir haben in der letzten Folge das da gebaut. Oder so. Also die Villa mit Teich, wobei der Teich tatsächlich ein Teichlein ist. Ach ja, ich erinnere mich, dieses Fahrzeug ist so wahnsinnig langsam, dass ich überall gegenfahre. Man sieht das hier. Er heißt ja auch Raserati. Und bumm. So. Das mit der Lenkung ist so eine Sache. So, wir gucken mal, was wir machen können. Aufträge. Wir haben keine aktiven Aufgaben. Nein, sondern müssen uns mit einer neuen beschäftigen. Was nehmen wir denn mal? Wir haben wir irgendwas noch nicht gehabt? Ein Herrenhaus. Das hört sich doch toll an, oder? Ein Herrenhaus bauen wir jetzt mal. Wunderbar. Wir bauen in den nächsten Folgen ein Herrenhaus. So. Verdichte den markierten Bereich auf der Baustelle. Wir müssen natürlich erstmal nach Hause. Wir müssen erstmal gucken hier ganz kurz. Wo ist denn unser Zuhause? Oh, da steht der Pritschenwagen mit Kran noch. Den müssen wir gleich mal zurückholen. Wir fahren jetzt einfach hin, weil das geht so schnell. Wir sind ja so rasend schnell. Sachen überbrücken wir jetzt einfach mit unserem Raserati. Oh Gott. Oh Gott. Das Blöde ist leider, man hört nichts, weil der Raserati keinen Sound hat. Oh Gott. Ich beame mich definitiv zu unserem Firmengelände. So. Aussteigen. Ja, macht sich doch gut da, oder? So neben den LKWs. Wir müssen verdichten. Das heißt, wir brauchen einen Verdichter. Dafür brauchen wir den Tieflader. Weil den kriegen wir sonst nirgendwo dahin. Wobei, vielleicht würde der sogar auf den kleinen Gedöns... Oh. Hups. Nee. Ey, Moment. Was mache ich denn da? Yeah. Ach, fahr mal so rein. So geil das auch. Anhänger ankuppeln. Zu schnell zum Ankuppeln. Hä? Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Müsste mal was trinken, muss ich aber nach der Folge machen. So, wo steht denn der Verdichter? Hä? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Da ganz hinten. Da düsen wir hin. Denn wir düsen im Sauseschritt. Ah, verdichtet haben wir auch schon lange nicht mehr. Aber verdichten kann ich gut. Bin der Oberverdichter. Jetzt fahren wir erstmal hinten die Stützen aus. Ach Quatsch. Dingens. Womens. Böse, ich sehe gar nicht, weil die fertig sind. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Die sind gar nicht fertig. Hä? Moment. Ha. Schlaue Idee. Ich habe nach oben gedrückt. Was natürlich heißt, dass die eingefahren werden. Was ist das denn für Spiegelung hier an dem LKW? Wo ist denn mein Verdichter? Ich will mal den Radlader da benutzen, verdammt. I need a Radlader-Dings-Bums. So. Und auf mit der Walze. So, und jetzt hier. Oh, komm, komm. Schaffst du? Und ja. Oh, ich bin mit Außensicht gefahren. Welch ein Frevel. Ladung. Nein. Ladung befestigen, Mann. Gott. Oh, jetzt können wir hier wieder. Stützfüße sind nicht ausgefahren. Die Dings ist, die Rampe ist ausgefahren. Du Knallfrosch. So. Ich werde das mal ganz tick lauter machen. Also ich weiß gar nicht, wir hätten das ja irgendwann mal leise gemacht, aber... Audio, Gesamtlautstärke mal... Mal auf 5. Guck mal, was passiert. So, jetzt hören wir wenigstens was. Moment. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Muss mal ganz kurz... Doch, es ist hochgefahren. Sah nur so aus. Ich dachte, das wäre noch nicht fertig. So, Navi an. Was habt ihr denn alle für langsame Autos? Ich
Ich fände es gut, wenn dann hier auch Raseratis rumfahren würden. Ne? Also wenn man so ein Modell schon hat, dass man das auch auf die Straße setzen könnte. Ja, wir hätten da abbiegen müssen. Ich erinnere auch mal dran, ich habe immer noch auf dem Plan, dass ich den, dass ich mir die Alter, immer wenn ich wo abbiege, sagt er, ich bin falsch. Dass ich die Unity Engine irgendwann installiere und dann mal den, Missionseditor prüfe, teste. Oh Gott. Da sind wir etwas schwungvoll um die Kurve gefahren. Aber wir müssen ja aufpassen, damit der Auflieger rumkommt. Das ist übrigens was, das habe ich mir ganz schnell abgewähnt. Ich kann heute nicht sprechen. Ich kann nicht sprechen. Ich Hulk. Ich habe übrigens gestern endlich mal Avengers gesehen. Der neue. So neu ist er ja gar nicht mehr, aber war ganz gut. Ende war ein bisschen komisch. Kann man sich aber angucken. Gutes Popcorn-Kino. Wahrscheinlich besser als San Andreas. Wie sagte ein Radiosprecher? Ach Gott, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Verdammt. Ich sollte erst nachdenken, bevor ich Sachen ankündige. belangloses Action-Gedönse. So hat das San Andreas genannt. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe den Film nicht gesehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, könnt ihr mal sagen. War gut, war schlecht, war schlechter, war der schlechteste. Wo fahre ich denn jetzt hier lang? Voll in den Baum, voll in den Baum. So. Und rein ins Kotzefeld. Nee, doch nicht. Da soll das, wo ist denn das? Das Herrenhaus ist wahrscheinlich ein bisschen außerhalb, ne? Das baut man ja auch nicht mitten in eine Stadt. Das ist ja auch logisch, sag ich mal. Wir haben ja die ganze Folge damit verbracht, irgendwas dahin zu fahren. Aber das erste Baufahrzeug, das fahre ich ja immer. Mal an, dieser Frosch im Hals. Ich brauche was zu trinken. Außerdem habe ich Heuschnupfen. Das ist auch echt schrecklich. Und ich bin echt geplagt im Moment. Ich muss schon wieder, ich merke das schon, Nase wieder, wo ich drinnen sitze. Ich habe das sowieso immer. Ich muss immer niesen, wenn ich reinkomme, nicht wenn ich draußen bin. Draußen geht das immer. Wenn ich irgendwo drin bin und sich die Pollen wahrscheinlich, das Pollenentzug oder sowas, dann muss ich plötzlich niesen. Und zwar wie Sau. Jetzt bin ich hier seit 20 Minuten drin. Und niesen ist angesagt. So, jetzt haben wir es. Hab 15 Mal geniest. Schneid. Alter, was ist denn das für ein Geräusch hier? Boah, ist mir schwindelig jetzt. Ja, nun. Oh, Mann. Hänge ich jetzt zwischen. Leck mich doch, ey. Müsst ihr einen LKW überholen? Warum ist denn der eigentlich so laut? Nur wegen des Tunnels hier oder was? Kann noch lauter? Oh, Gott. Ah, so ist leise. So, wir sind in Wolfsheim, da waren wir schon lange nicht mehr. Hier ist der Bahnhof, ihr kennt das wahrscheinlich noch. Wo, da habe ich ja gar keine Lust, die ganze Zeit hinzufahren jetzt. Das ist ja echt komplett eine Folge, muss ich mit Fahren verbringen. Nach hier oben sind wir, das ist unsere alte Hütte. Ey, das ist am Ende der Welt, bauen wir ein Herrenhaus. Am Ende der Welt. So, hier also. Oh, das ist immer eine kleine Bau. Die Frage ist, wie kriege ich ihn. Oh Gott. Ich muss mal hier in die Ecke fahren. Ich muss irgendwie, muss ich ja die Fahrzeuge da auch noch reinkriegen. Kann ja nicht hier mit dem LKW stehen bleiben. Oh Gott. Wirklich am Arsch der Heide in Herrenhaus. Warum nicht? So, wir fahren einfach hier in den. Machen die los und haben vergessen, dass wir die Dinger runter machen müssen. Ah, ich höre es. Tralala, tralala, tralala.
So, jetzt müsste es aber unten sein. Wahrscheinlich fällt die auch gleich, wenn ich damit losfahre. Nee, das geht. Allerdings bleibe ich einfach mal an der Laterne hängen. Oh, geil, wie ich das hasse. Quietsch, quietsch, quietsch. So, kann ich mich jetzt einfach mal um 180 Grad drehen und jetzt fahre ich hier wahrscheinlich den Berg runter. Oh Mann, ey, leck mich am Arsch. Nein. Oh Gott, die Rücksetzposition ist belegt. Dann sucht ihr der andere. Was ne Scheiße. Komm. Och Mann, ey. Jetzt muss ich den LKW da wegfahren. Ich fahre jetzt einfach hier in die Büsche rein, ey. Wieso sind denn jetzt die Stützfüße? Was soll das denn? Ach, die sind wieder die Dinger hier, ne? So. Leck mich darum. Tüdhorn hier. Rücksetzposition ist belegt. So. Jetzt rutscht der LKW hier schön den Berg runter. Macht aber nichts. Kann ich den jetzt endlich zurücksetzen? Ach, die Rücksetzposition ist einfach wieder in der Laterne, oder? Oh Gott. Ja, saugut. Bin voll begeistert. Oh Mann, ey. Das regt mich schon wieder auf. Echt jetzt. So. Herrje. So, Innensicht. Wo ist denn das Verdichtungsgedöns? Ach da. Man muss ja mal gucken, ne? Das machen wir jetzt noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue heute. Es ist das Letzte, was ich tue heute, weil, danach ist die Folge vorbei. So. Wir verdichten. Da ist gar nicht so viel zu verdichten. Eine Bahn und schon hat man hier fast 100% oder was? Mann, das geht aber schnell. Ui, 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 ui. Aber es ist doof zu fahren, muss ich sagen. Aber das Ding ist sowieso doof zu fahren. Das ist nicht so einfach. So, nächster Bogen hier. Über die Hälfte haben wir schon. Ich bin voll begeistert. So, jetzt machen wir das so, dass wir hier einen großen Bogen fahren. Nee, da können sie sich wieder Rasen anpflanzen hier, die guten Leute des Herrenhauses, ne? Also nur den Bogen hier fahren. Jetzt kriege ich das hier nicht hin, oder was? Ah, wir brauchen auf jeden Fall einen großen Kran. Ich bin begeisterter großer Kranfahrer. Das freut mir. Da vergesse ich selbst mein Heuschnupfen kurzfristig. Aber auch nur kurzfristig. So, wo müssen wir jetzt noch hier verdichten? Warum ist das noch nicht fertig? Warum nicht? Ach so. Da ist ja noch eine ganze Ecke. So, ich verdichte ja. Also, wer hat eigentlich den ganzen Kram hierher gebracht? Ich war das nämlich nicht. Mann. Wie sagt man, ich am Anfang hat man doch gesagt, kriegt man darf auf keinen Fall irgendwelche Pylonen umfahren oder sowas. Was muss ich denn jetzt hier noch alles verdichten? Wieso dauert... Ach, da. Da ist noch eine Ecke. Und da auch. Wieso? Hä? Jetzt mache ich das. Jetzt mache ich es kreuz und quer hier. Jetzt male ich echt ein Bild. Nennt mich Baupicasso. Ach, da ist noch eine ganze Ecke. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Sowas? Da habe ich mich aber geirrt. So. Macht den Baustellenbereich frei. Aber gern noch. Pling, pling. Wir sind fertig. Der Walzenzug kommt hier in der Ecke. Jetzt müssen wir gießen. Das heißt, wir müssen schon mal ein paar Sachen herholen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil die Folge ist gleich vorbei. Das ist mal gut. Wir haben keine Teile geholt, ne? Aber wir können hier gießen. Wobei hier, glaube ich, können wir komplett mit dem Betonmischer allein. Brauchen wir dieses Gießteil gar nicht. Saugeil.
Saugeil. Saugeil. Wir setzen uns also in den Betonmischer. Betonmischer. Der hat noch genug Power. Und mit dem fahren wir dann da gleich hin. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Mausimulator 2015. Bis dann. Lasst Kuchen da. Tschüss. Wo ist meine Stopptaste? Da. Tschüss.